Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute waschen wir mal wieder Handtücher, aber heute machen wir das mal mit Ariel 3-in-1 Pots. Die kenne ich schon. Da oben haben wir sie stehen. Ja. Die sind mega gut. Die riechen gut. Davon hat man lange. Das erspart sich den Weichspüler. Deswegen, wenn wir fürs Waschmittel 15 und für den Weichspüler 15 sind 20 Cent, diesen, weil wir den Weichspüler weglassen, genauso teuer, weil die den Dienst vom Weichspüler erfüllen. Und zuerst soll man die Pots. Ne, da wieder rein. Hinten in die leere Waschtrommel rein machen. So. Dann kommt die Wäsche in die Waschmaschine. Ist ja klar. So. Wir wissen ja, unten ist der Pott, deswegen brauchen wir um kein Waschmittel und keinen Weichspüler mehr. Ach, das war wieder mein Handy. Das nervt auch immer. So. Und das Handtuch. Entschuldigung für mein Handygeräusch eben. Naja, dann habe ich hier noch einen zweiten Pott, den möchte ich auch noch benutzen. Den tue ich so, dann mache ich hier unten ein bisschen was frei. Steht so hinten in die leere Trommel, aber so wird es auch okay sein. So. Komm, machen wir es so. So, hier oben in dem Fach brauchen wir jetzt hier. Geht irgendwie so einfach. Warum weiß ich auch nicht. Also nichts mehr. Weichspüler hier brauchen wir auch nicht. So, schalten wir ein. Programm wählen wir jetzt. Warte. So, das Programm. Auf intensiv. 60 Grad ist auch okay. Ne, ich mache mit 1600 Touren, damit es besser ausgeschaltet wird. Und falls wir das in den Trockner schmeißen, der Trockner nicht so lange braucht. Die Wahrscheinlichkeit ist 40%, dass wir es in den Trockner schmeißen und zu 60%, dass wir es aufhängen. Das werdet ihr dann sehen, ob noch ein Video kommt. Also, dann können wir auf Start drücken. Und dann gucken wir jetzt mal gemeinsam, was mit diesem Pott, der eigentlich nach hinten soll, passiert. Ich habe jetzt einen hinten und einen vorne. Diese Maschine ist ja jetzt 7 Jahre alt. Habe ich, glaube ich, in meinem ersten Video auch in die Kommentare reingeschrieben schon mal. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, wie viele Jahre diese Maschine aushält. Bis sie kaputt geht ungefähr. Jetzt ist der Pott im Wasser. Ich glaube, der tritt's aus, ne? Ja, es tritt aus. Glaube ich. Oder nee, doch nicht. Dann löse ich das wohl auf. Mal schauen. Er schwimmt. Das kann er schon mal gut schwimmen.
So, wo ist er? Kaputt jetzt, ne? Denke ich mal. Schweren Handtücher fallen ja jetzt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos. Abonniert mich, gebt ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.